Hallo, wir sind heute an der Hillebjergschule in Dänemark. Und wir zeigen euch heute unsere Schule. In der Freizeit spielen wir oft Tischtennis. Jeppes zieht Matthias ab. Wir sind in dem Poolraum. Nikolai und Martin spielen Pool. Die Gruppe spielt Rundlauf. Beim Rundlauf läuft man um die Tischtennisplatte herum. Es gibt nicht genug Schläger, deshalb kann man auch mit der Hand oder einem Buch spielen. Wir sind in der Sporthalle. Das ist ein Trampolin. Die Schüler machen Saltos auf dem Trampolin. Diese Schule ist ein Internat. Das heißt, die Schüler übernachten auch in der Schule. Das ist unser Haus. Wir zeigen euch jetzt, wo wir wohnen. Das ist unser Zimmer. Wir haben einen Schreibtisch und zwei Betten. Das ist unsere Küche. Wir müssen noch abwaschen. Das ist unser Deutschraum. Das ist unsere Deutschlehrerin Annette. In der Klasse haben alle Schüler Laptops. Benutzt ihr kein Papier? Nein. In dieser Schule ist alles digital. Und wie schreibt ihr eure Tests? Auf dem Computer. Als Schüler kann man sich hier einen Computer von der Schule leihen. Annette, wo liegt diese Schule? Die Schule liegt in Juelsminde. Und wo ist Juelsminde? Das ist an der Ostküste Jütlands in Dänemark. Und was ist das Besondere an dieser Schule? Das ist ein Internat, also die Schüler übernachten hier, wohnen hier. Und wir sind in Sport spezialisiert. Das ist unser Aufenthaltsraum. Das ist unser Kicker. Unsere Schule ist eine Sportschule. Das sind unsere Pokale. Das ist unsere Spielecke. Hier spielen die Schüler PlayStation.